Die Nachricht des Tages, sie kommt auch heute wieder aus Ost-Berlin. Die DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera berichtete an erster Stelle. Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt. Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Die Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der Volkskammer. Die zuständigen Abteilungen der Volkspolizei sind angewiesen, auch Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Damit entfällt die ständige Ausreise über Drittstaaten. Am Abend dann am Brandenburger Tor spontane Reaktionen von Berlinern. Sie rufen unentwegt Tor auf. Ab morgen können DDR-Bürger bei ihrer Polizeibehörde die notwendigen Reiseunterlagen abholen. Ein Was halten DDR-Bürger Sie denn davon? Am Grenzübergang ja, cool, Heinrich-Heine-Straße. Glauben Sie, dass es Leute dazu bewegen könnte, in der DDR zu bleiben? Sollen wir stark helfen? Sind Sie überrascht? Nee, eigentlich nicht. Worauf reist es denn? Müsste ja was kommen. Guten Abend zum Heute-Journal. Da ist sie also, die Nachricht dieses 9. November 1989. Und sie kam kurz vor 19 Uhr. Die DDR öffnet die Grenze zur Bundesrepublik. Was heißt das? Die Menschen in der DDR können direkt ausreisen in die Bundesrepublik. Der Umweg über die CSSR und Ungarn entfällt. Welchen Sinn kann da noch eine Mauer haben? Die könnte ohnehin bald ein Relikt der Vergangenheit sein. Wenigstens sehen es 15 namhafte Wissenschaftler der DDR so, die den Führungsanspruch der SED gestrichen sehen wollen. Aber nicht nur sie. Auch an der Basis gärt es. Und so steht die Führung mit dem Rücken an der Wand, weicht beinahe stündlich ein Stück zurück. Das ZK tagte heute wieder stundenlang hinter verschlossenen Türen und hat sich zu zwei weiteren Schritten durchgerungen. Für Mitte Dezember wurde eine Parteikonferenz einberufen, die vierte in der Geschichte der DDR. Und schon am nächsten Montag tritt die DDR-Volkskammer zusammen, um den neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Er wird Hans Motrow heißen. Aus Ost-Berlin Giselher Suhr. Nach einer Stunde Pressekonferenz, diese Sensation macht selbst Günter Schabowski fast sprachlos. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Für jeden, der hören kann, ist damit die Mauer überflüssig. Sie lässt jede Reisefreiheit als vorläufig erscheinen. Was wird mit der Berliner Mauer? Es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit. Die Frage des Reisens, die Durchlässigkeit also der Mauer von unserer Seite, beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn. Also dieser, ich sag's mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR. Wir haben immer gesagt, dass dafür noch einige andere Faktoren mit in Betracht gezogen werden müssen. Und die betreffen den Komplex von Fragen, den Genosse Krenz in seinem Referat in Hinsicht auf die Beziehung zwischen der DDR und der BRD geäußert hat, in Hinsicht auf die Notwendigkeit, den Friedenssicherungsprozess mit neuen Initiativen fortzusetzen. Und sicherlich wird die Debatte über diese Frage positiv beeinflusst werden können, wenn sich auch die BRD und wenn sich die NATO zu Abrüstungsschritten entschließt und sie durchsetzt. So oder ähnlich wie die DDR das und andere sozialistische Staaten schon mit bestimmten Vorleistungen getan haben. Herzlichen Dank. Jetzt wird klar, warum das Thema erst am Schluss der Konferenz kam.
Ja, entschuldigen Sie. Noch hat die Partei keine Antwort parat darauf, wie es weitergehen soll. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Bis in die Nacht wird weiter beraten. Fest steht nur, viele, die hier noch sitzen, sollen ausgewechselt werden. Das ZK beschloss eine Parteikonferenz mit von der Basis neu gewählten Delegierten für Mitte Dezember. Ein endgültiges Programm zur Erneuerung der DDR kann es erst dann von der SED geben. Aber eine Erneuerung der DDR kann nur mit denen kommen, die heute noch im Hinterhof Pressekonferenz machen. Das neue Forum ist jetzt legal. Welche Chancen rechnet man sich aus? Große, weil wir viele sind. Warum dieser Unterschied? Wie viele ungefähr? Über 200.000. Es bleibt die Frage nach dem Machtanspruch der SED laut Verfassung. Symbolisch die Nachbarschaft von Parteispitze und Sitz des Staatsoberhauptes. Auf der Tagesordnung der Volkskammer am Montag steht ein neues Wahlgesetz noch nicht. Fest steht nur, die Regierung wird wie immer die SED führen. Einziger Kandidat Hans Modrow. In Ost-Berlin in einem Studio des DDR-Fernsehens begrüße ich jetzt Hans-Peter Schneider, Mitglied der Oppositionsgruppe Demokratischer Aufbruch und Gemeindepfarrer in Berlin. Guten Abend, Herr Schneider. Dass wir uns auf diese Art und Weise zwischen Mainz und Ost-Berlin unterhalten, wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen. Genauso wie die Ankündigung von heute, die Grenzen zur Bundesrepublik zu öffnen. Wie beurteilen Sie diesen Schritt der Führung? Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn verkündet worden wäre, dass jeder DDR-Bürger mit seinem Reisepass zu Besuch oder zu irgendwelchen anderen Dingen über die Grenze gehen kann und auch gleich wieder zurückkommen, wenn er es will. Ob das eine Maßnahme ist, die unser Bemühen unterstützt, die Menschen hier im Land zu behalten, das wage ich im Augenblick noch zu bezweifeln. Es hätte deutlich gemacht werden müssen, dass für die, die hier bleiben, ein Überqueren der Grenze problemfrei möglich ist. Welche Motive, glauben Sie denn, stecken hinter diesem Schritt? Die Ratlosigkeit in der Führung unseres Landes. Was halten Sie überhaupt, Stichwort Führung des Landes, von den Reformaktivitäten der letzten Tage? Nun ist jetzt ja auch ein umfangreiches Aktionsprogramm vorgestellt worden. Wie beurteilen Sie dieses Programm? Dieses umfangreiche Aktionsprogramm ist mir nur so weit bekannt, wie es in der Rede von Egon Krenz in der Zeitung gestanden hat. Und da sind einige neue mögliche Gesetze genannt worden. Aber ich denke, die Gesetze, die jetzt kommen müssen, damit wirklich eine Veränderung in unserem Land stattfindet, die sollte nicht, diese Veränderungen und die Gesetze sollten nicht von einer Partei kommen, sondern die sollten breit in der Bevölkerung diskutiert werden. Ich weiß ja nicht, wer jetzt die Kompetenzen hat. Erst heißt es, die Regierung ist zurückgetreten, dann beschließt der Ministerrat irgendwelche Dinge. Es muss da endlich mal eine Linie in die Politik kommen und diese Linie kann ich nicht erkennen. Was müsste denn geschehen, um das Vertrauen der Menschen in der DDR zu gewinnen und die Ausreisewelle zu bremsen oder gar zu stoppen? Das sind sicherlich mehrere Punkte. Zunächst halte ich es für erforderlich, dass die SED sagt, sie beansprucht die Führung in der Politik nicht mehr per Verfassung, sondern sie ringt um die Führung wie alle anderen politischen Kräfte durch ihre Politik. Das wäre das Erste. Und damit verbunden ist ja, dass unbedingt eine Verfassungsdiskussion in unserem Land beginnen muss. Aus dieser Verfassung, die wir jetzt haben, muss die Verankerung entfernt werden, dass eine Partei das Recht zur Führung hat. Des Weiteren denke ich daran, dass unbedingt sofort mit einer Diskussion darüber begonnen werden muss, wie das Wahlrecht gestaltet werden soll. Ich denke, dass eine Verfassungskommission eingesetzt werden sollte, die einen Entwurf sowohl für die Verfassung und eine Rechtskommission, die einen Entwurf für das Wahlrecht auf den Tisch legt und das wir dann diskutieren. Welche Anforderungen stellt nun Ihre Oppositionsgruppe, der Demokratische Aufbruch, an ein solches neues Wahlrecht, wenn es es denn gibt? Wir stellen den Anspruch, dass es freie, wirklich freie Wahlen gibt zwischen all denen, die sich zur Wahl stellen wollen. Entschuldigung, wenn ich hier mal kurz unterbreche, von
freien Wahlen haben ja Krenz und Schabowski auch schon gesprochen. Das hat mich gefreut. Ich denke, es muss aber für den Bürger verlässlich sein, dass diese freien Wahlen auch durchschaubar durchgeführt werden und dass es nicht wieder zu solchen Dingen kommt wie am 7. Mai dieses Jahres bei den Kommunalwahlen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Bundeskanzler hält sich seit heute zu seinem ersten offiziellen Besuch in Polen auf. Peter Voss hat ihn vor kurzem in Warschau zur Entwicklung in der DDR befragt. Was wirklich aus dieser Entscheidung erwachsen wird, weiß ich nicht. Ich bin ja laufend hier informiert worden und ich halte es jetzt für sehr richtig, dass wir unmittelbar nach meiner Rückkehr Kontakt aufnehmen mit der DDR-Führung. In der Zwischenzeit wird ja auch der neue Ministerpräsident gewählt sein. Und ich will dann möglichst bald mit dem Staatsratsvorsitzenden und dem Ministerpräsidenten persönlich zusammentreffen und sprechen. Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, welche überfälligen Formen wirklich vollzogen werden, das kann zur Stunde niemand beurteilen. Sehen Sie auch Konsequenzen für uns, Herr Bundeskanzler? Muss es weitere Programme geben? Denn es werden ja noch weitaus mehr Menschen... Ich habe gestern ganz klar gesagt, jedenfalls was unser Verhältnis zur DDR betrifft, im Deutschen Bundestag, dass wir zur Hilfe bereit sind und im Fall von wirklichen umfassenden Reformen, die für mich allerdings auch Pluralismus der Gesellschaft, freie Gewerkschaften, freie Parteien und freie Wahlen einschließen, bin ich bereit, sehr weitgreifende Überlegungen anzustellen. Was jetzt im Konkreten passiert in der Bundesrepublik, Sie meinen, für die Aufnahme von Flüchtlingen, da haben wir heute Mittag vor meiner Abreise ein sehr intensives Gespräch gehabt und ich denke, wir haben eine Menge auf den Weg gebracht. Aber die Konsequenz wird ja sein, dass noch mehr DDR-Bürger kommen werden. Geht das noch, Herr Bundeskanzler? Können wir Sie noch aufnehmen? Zunächst einmal glaube ich, dass wir jetzt mal abwarten, wie viele kommen. Für das, was im Augenblick heute berechenbar war, haben wir Vorsorge getroffen. Aber es ist eine sehr schwierige Lage. Und die Entscheidungen, die hier zu einer Verbesserung der Lage führen können und führen müssen, ich halte das für überfällig, müssen natürlich in der DDR getroffen werden. Dass die Lösung des Problems liegt nicht darin, dass möglichst viele aus der DDR zu uns kommen, sondern dass unsere Landsleute in der DDR Lebensverhältnisse vorfinden, eine freiheitliche Ordnung, die sie ihnen die Chance gibt, in ihrer Heimat zu bleiben. Unser Interesse muss sein, dass die Landsleute zu Hause in der Heimat bleiben. Die Nachricht des Tages ist auch Thema des Kommentars von Fritz Schenk. Die ZK-Tagung ist zwar noch nicht zu Ende, aber so viel ist bereits deutlich geworden. Die SED hat erkannt, dass sie schnell handeln muss. Die anhaltende Massenflucht droht sich zum Desaster auszuweiten und die Unruhe in der Bevölkerung hat nun auch die Parteibasis ergriffen. Das beweist der Beschluss des SED-Bezirks Halle, den erst gestern ins Politbüro gewählten Hans-Joachim Böhme, heute als Bezirkssekretär abzulösen. Das beweist vor allem die schnelle Einberufung einer Parteikonferenz. Das spektakulärste Zeichen aber ist die sofortige Öffnung der Grenzen für alle Ausreisewilligen, die nun nicht mehr den Umweg über östliche Staaten suchen müssen. Auch die Ankündigung von freien Wahlen gehört dazu, wie die Beteuerung, dass das Wirtschaftssystem in Richtung Marktwirtschaft reformiert werden soll. Über allem steht nun das Eingeständnis, dass man die wirkliche Bedeutung von Gorbatschows Perestroika zu spät erkannt und viel zu lange nicht ernst genommen habe. Das ist viel, sehr viel mehr, als noch vor einem Monat zu erwarten gewesen war. Und dennoch bleibt die bedrückende Frage, ob diese Einsicht nicht schon viel zu spät kommt. Was die Massenflucht Zehntausender von jungen Arbeitskräften für die Wirtschaft der DDR bedeutet, werden erst die nächsten Monate zeigen. Und auch erst nach der Parteikonferenz im Dezember wird sich ermessen lassen, ob die SED wirklichen Wandel vollzieht oder nur Kurskorrekturen vornehmen will. Das Zweite wäre wohl der Weg in die Katastrophe. Es kommentierte Fritz Schenk nun nach Warschau. Als dritter Kanzler der Bundesrepublik ist Helmut Kohl heute in der polnischen Hauptstadt eingetroffen. Nach Willy Brandt und Helmut Schmidt. In seinem Gefolge eine ungewöhnlich große Delegation, 200 Mitglieder stark. Ein Besuch, der im Zeichen der Aussöhnung stehen soll und von beiden Seiten auch unter diesem Vorzeichen gesehen wird.
So haben die polnischen Medien diese Reise heute vorwiegend mit positiven Kommentaren begleitet. Wir schalten jetzt direkt nach Warschau zu Peter Voss. Guten Abend, Peter Voss. Die Tischreden sind ja nun gehalten, die ersten Zeichen wohl auch gesetzt. Was lässt sich denn im Moment sagen? Wie ist die Atmosphäre zu beschreiben? Die Atmosphäre hier, Sigmund Gottlieb, in diesem historischen Palais Radziwill, historisch, weil hier zum Beispiel der Warschauer Pakt begründet wurde, weil hier der Warschauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen geschlossen wurde und weil hier die Tischgespräche am runden Tisch zwischen der Solidarität und der alten Regierung stattfinden, die ist aufgelockert, sie ist gut, sie scheint vielversprechend. Ein enger Mitarbeiter des polnischen Ministerpräsidenten, dem ich eben oben am Tisch gesessen habe, dort beginnt gerade der Hauptgang, hat mir gesagt, das liege vor allem daran, dass es menschlich zwischen den beiden beim ersten Kontakt stimmt. Der Ministerpräsident habe sich beeindruckt gezeigt davon, dass der Bundeskanzler es wirklich offenbar ernst meine mit der Aussöhnung, mit dem deutschen Bemühen um Aussöhnung. Und der Ministerpräsident habe den Eindruck gewonnen, dass man hier einen verlässlichen deutschen Partner habe. Vielen Dank für so viel für den Augenblick. Ja, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Wir sprechen uns gleich nochmal. Und wollen jetzt den ersten Tag dieses vielbeachteten Besuches protokollieren lassen von Axel Becher. Polen im Herbst, das hieß heute Warschau im Nebel. Und das führte heute auch zur Frage, kommt er überhaupt oder kommt er nicht? Und wenn ja, kommt er pünktlich? Helmut Kohl kam, pünktlich sogar, auch wenn im Vorfeld dieses Besuchs doch noch einiges unklar blieb. Die Verständigung fördern und die Versöhnung einleiten, das hatten Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki für diesen Besuch zum hohen Ziel erklärt. Das Ringen und das Gezerre um das Besuchsprogramm aber wirft jetzt schon Schatten auf einen Besuch, den man in Regierungskreisen als historisch bezeichnet. Historisch wird der Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Polen wohl noch eine Weile von vornherein sein. Auf Schritt und Tritt wird man an diese besondere Beziehung erinnert. Und sei es durch die Begrüßungsmusik am Flughafen, es ist die Warschawankia, das Lied des Warschauer Aufstands. Fast 200 Personen hat Helmut Kohl in seiner Delegation mit hierher gebracht. Arbeit wartet auf alle hier. Doch auf einen wartet diesmal wirklich eine besondere Aufgabe, Regierungssprecher Johnny Klein. Dass das Programm am Tag der Ankunft noch nicht steht, das muss er den Journalisten erklären. Und dass es ein Tauziehen gab um den Besuchstermin in Auschwitz. Das Programm fürs Wochenende und auch anderes blieb unerledigt. Um ihre Akkreditierungen mussten sich die Journalisten hier heute selbst kümmern. Bundespresseamt, Außenstelle Warschau. Kollegen mussten zupacken, Journalisten als Hilfskräfte. Einiges war liegen geblieben in den letzten Tagen in Bonn. Dass Johnny Klein dabei seine Laune nicht verlor, es mag auch an seiner neuen polnischen Kollegin gelegen haben, an Małgorzata Niezabitowska. Die beiden mussten erklären, weshalb der Besuch in Auschwitz vom Samstag, vom Sabbat, verlegt werden musste. Da müssen wir auch Verständnis dafür aufbringen, dass natürlich die Sensitivität, die Sensibilität auch des internationalen Judentums hier in einer ganz besonders starken Weise ausschlägt. Und dass man darauf eingeht und dann versucht, das Programm zu ändern, das gehört eben zu diesem sicherlich mühsamen Prozess, bei dem beide Seiten versuchen, ein Maximum an guten Willen aufzubringen, um aufeinander zuzukommen. Heute jedenfalls blieb das Programm unverändert. Am Nachmittag gab es das erste Gespräch. Helmut Kohl beim Ministerpräsidenten. Die gestrige Entscheidung des Bundestags zur Westgrenze Polens hat der Gesprächsatmosphäre sicher gut getan. Mein Verdacht ist ja oft schon normal, dass er noch gar keinen Film drin hat. Sag mal. Danach war Lech Wałęsa dran. Dass der Vorsitzende der Solidarität am ersten Tag noch vor dem Staatspräsidenten an der Reihe war, hat weniger protokollarischen Hintergrund als praktischen. Morgen fährt er in die USA. Ihm wird es wohl vor allem um die Wirtschaftshilfe gehen. Und da hat Helmut Kohl einiges im Gepäck. Vor einer guten Stunde dann im Palais des Ministerrats ein Abendessen. Gegeben vom Ministerpräsidenten zu Ehren des Bundeskanzlers. Ausschnitte aus den Tischreden.
Wir leben in einer Zeit des Durchbruchs. Man erwartet auch von uns, dass wir diesen Durchbruch in den Beziehungen zwischen unseren Völkern erreichen und durchführen. Wir dürfen diese Erwartungen nicht enttäuschen. Wenn wir uns selbst dabei nicht stören, dann werden wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und ich habe gestern im Deutschen Bundestag gesagt, wir wollen den Teufelskreis von Hass und Gewalt, von Unrecht und Vertreibung durchbrechen und neue Brücken der Verständigung und Aussöhnung, der guten Nachbarschaft und der Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Polen bauen. Und diesem Ziel, Herr Ministerpräsident, entspricht auch die Resolution des Deutschen Bundestags vom gestrigen Tag. Das Palais des Ministerrats heute Abend. Polenbesuch Ende des ersten Tages. Es war ein Tag zwar auch mit Inhalten, vor allem aber ein Tag des Protokolls und des Programms. Ein Bericht von Axel Becher. So, und jetzt noch einmal nach Warschau zu Peter Voss, der, glaube ich, einen Gesprächspartner gefunden hat. Ja, Sigmund Gottlieb, bei mir steht Kanzleramtsberater oder Kanzlerberater Horst Telschick. Herr Telschick, vielen Dank, dass Sie das Essen haben einen Moment stehen lassen für uns. Sie haben ja im Wesentlichen diesen Besuch vorbereitet, verhandelt, bis jetzt immer noch über Änderungen auch mitverhandelt. Gibt es noch Stolpersteine, die verhindern könnten, dass dieser Besuch ein Erfolg wird? Herr Voss, wir können heute sagen, alles, was wir uns vorgenommen haben als Ergebnis bei diesem Besuch des Bundeskanzlers, dem ersten seit 1977, ist gelöst worden. Insofern gibt es keine Stolpersteine. Und ich kann sagen, wir haben Ergebnisse erzielt, die wir über Jahrzehnte angestrebt haben. Ein ganz kurzes Beispiel. Ein kurzes Beispiel ist der Abbau der Diskriminierung für die Deutschen, die hier leben. Oder ein anderes ist der Jugendaustausch, das umfassendste Programm, das wir nach dem deutsch-französischen Jugendwerk beschlossen haben. Jetzt ist ja die gemeinsame Erklärung verschoben worden. Gibt es dafür einen Grund? Gibt es noch irgendeine Schwierigkeit? Es gibt keine Schwierigkeit. Im Gegenteil, Premierminister Mazowiecki hat den Wunsch, diese gemeinsame Erklärung, die sehr umfangreich ist, 15 Seiten, die wir über 9 Monate verhandelt haben, als krönenden Abschluss zu unterzeichnen am Ende des Besuches. Das ist der ausdrückliche persönliche Wunsch des polnischen Premierministers. Eine Anmerkung noch, interessant ist ja vielleicht auch, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, Kreisau soll eine deutsch-polnische Gedenkstätte werden und das soll in die Abschlusserklärung mit aufgenommen werden. Ist das richtig? Dies ist nicht, dies ist Teil der gemeinsamen Erklärung. Kreisau soll eine internationale Begegnungsstätte werden, insbesondere natürlich zwischen Polen und Deutschen, aber für andere Europäer auch. Und dies ist Bestandteil der Erklärung. Telschick, heute haben wir wenig Zeit. Das Hauptthema war die Öffnung der Grenzen der DDR für die Bürger dort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und damit zurück nach Mainz. Ja, guten Abend nach Warschau. Spät kommt er, aber er kommt. Der Nachrichtenüberblick von Nina Ruge. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau ist in Ost-Berlin mit DDR-Staats- und Parteichef Krenz zusammengetroffen. Nach dem einstimmigen Gespräch teilte Rau mit seiner Ansicht nach, strebe Krenz nach Deutschland. Aber ich bin da verabredet. Allerdings hätten Krenz und ihr unterschiedliche Auffassungen. Ich wollte auch verzeihen, die Presse scheint hier wichtiger zu sein als wir beide. Gesagt, bisher habe es in der DDR keine unfreien Wahlen gegeben. Rau hält sich in der DDR auf, um den Reichstag für die zweite Präsentation in Nordrhein-Westfalen zu eröffnen. Die UdSSR hat die Veränderungen im SED-Politbüro begrüßt. Der Sprecher des Außenministeriums, Gerassimow, sagte, es gebe auch keine Einwände gegen eine nicht-kommunistische Regierung in der DDR, solange sie im Warschauer Pakt bleibe. Der SED-Bezirkschef von Halle, Hans-Joachim Böhme, ist von seinem Amt abgewählt worden. Gestern war Böhme allerdings als Mitglied des Politbüros bestätigt worden. Auch Werner Walde, SED-Bezirkschef von Cottbus, war gestern ins Politbüro gewählt worden. Er ist jedoch von dieser Kandidatur zurückgetreten. Trotz aller Reformankündigungen hält der Flüchtlingsstrom an. Am Mittag ist am Grenzübergang Schirnding der 50.000. Übersiedler seit Öffnung der Grenzen gezählt worden. Zunehmend Probleme gibt es bei der Unterbringung. In Parsberg werden 650 Flüchtlinge im Keller einer Schule untergebracht. Diese Räume haben keine Fenster und sind eigentlich für den Katastrophenfall vorgesehen. Kritik an Äußerungen Herbert Schmalstiegs, des Vizepräsidenten des Deutschen Städtetages.
Er hat gefordert, mit der DDR über eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms zu verhandeln, sonst drohe ein Aufnahmestopp in den Großstädten. Dazu sagte Bundesinnenminister Schäuble, solche Erklärungen seien geeignet, in der DDR für Panik zu sorgen. Sowohl Schäuble als auch SPD-Chef Vogel haben an die ausreisewilligen DDR-Bürger appelliert, den Schritt zur Übersiedlung sehr sorgfältig zu überlegen. Vor dem Bundestag begrüßte Vogel am Abend die Entscheidung der DDR-Führung, die Grenzen zu öffnen. Sie mache deutlich, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren habe. In Bonn hat der Bundestag die Rentenreform verabschiedet. Mit den Koalitionsfraktionen stimmte auch die SPD-Opposition. Kernpunkte der Reform sind die schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre sowie die Anpassung der Renten nach den Netto- statt nach den Bruttolöhnen. Die neue Regelung soll 1992 in Kraft treten. Mehr als 6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben in Armut. Das geht aus einem Bericht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Zu den Armen gehört besonders häufig Langzeitarbeitslose, Kleinrentner sowie kinderreiche Familien. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen haben sich seit 1980 auf 680.000 Menschen verfünffacht. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger sei auf mehr als 3 Millionen angestiegen, stellt der Verband fest. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wird das Bahnfahren teurer. Vom 1. Januar 1990 an steigen die Fahrpreise im Schnitt um 2,5%. Teurer werden auch die Dauerkarten- und Sparpreisangebote. Mit den Mehreinnahmen will die Bundesbahn einen Teil der gestiegenen Kosten ausgleichen. Jetzt kommt eine Meldung aus China. Deng Xiaoping ist heute von seinem letzten Amt in der Kommunistischen Partei Chinas, dem Vorsitz der Zentralen Militärkommission, zurückgetreten. Sein Nachfolger in dieser entscheidenden Schlüsselposition des chinesischen Machtgefüges wird KP-Chef Jiang Zemin. Er ist ein Günstling Dengs. Beobachter erwarten, dass Deng, der weiter als hoher Führer gilt, auch in Zukunft das politische Leben Chinas bestimmen wird. In der vergangenen Nacht sind südlich von Helgoland eine Personenfähre und ein Containerschiff kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden 3 Passagiere getötet, 6 weitere schwer verletzt. In voller Fahrt hatte sich der Bug des Containerschiffes in die Fähre gebohrt. Bei dem Aufprall entstand in der Bordwand ein Loch fast so groß wie ein Einfamilienhaus. Die Unglücksursache ist noch nicht geklärt. Zum Zeitpunkt der Kollision herrschte zwar stürmische See, aber gute Sicht. Und noch kurz einige wichtige Meldungen vom Sport, zunächst vom Fußball. Im Achtelfinale des DFB-Vereinspokals gab es heute Abend 2 Begegnungen. Der 1. FC Kaiserslautern besiegte den 1. FC Köln mit 2:1. Im Stuttgarter Neckarstadion empfing der VfB den deutschen Meister Bayern München. Hier sind die wichtigsten Szenen zusammengestellt von Ralf Töpperwein. 68.000 Zuschauer im ausverkauften Neckarstadion. Der VfB ohne die verletzten Schäfer, Gaudino und Kastel. Die Münchner ohne den für ein Pokalspiel gesperrten Augenthaler. Stuttgart hatte die erste Chance. Fronzek, Libero Algöver, Askir Sigurjónsson, den man vor einigen Wochen schon als Auslaufmodell bezeichnet hat. Die Bayernbank mit den Herren Heinkes, Cordes und Hoeneß. 2 Minuten vor der Pause, das Spiel bis dahin sehr verkrampft. Fronzek, sehr lauffreudig. Sigurjónsson, wieder Fronzek. Flanke, Fritz Walter, 1:0. Riesenjubel beim Torschützen, bei den Trainern und natürlich beim Großteil der Zuschauer. Zeitpunktwiederholung. Sehr schöne Vorarbeit von Fronzek, dem ehemaligen Gladbacher, und Fritz Walter mit Köpfchen. 1:0 auf der Pausenstunde. In der zweiten Halbzeit Strunz für Flick. Der deutsche Meister brachte den dritten Stürmer. Sollte es sich bezahlt machen? Grahammer. McInally und Thomas Strunz gegen ihn. Dann wagt der Hand des Alts. Manfred Bender, 4. Angreifer anstelle von Grahammer. Doch der VfB konterte. Jürgen Hartmann, Sigurjónsson, wieder Hartmann, schönes Doppelpassspiel. 2:0, 64. Minute. Das Tor durch Jürgen Hartmann und jetzt noch 13 Minuten. Die Stuttgarter mit Basualdo, dem Argentinier, Fritz Walter nicht im Abseits. Sein 2. Treffer, die endgültige Entscheidung im Neckarstadion.
Stuttgart im Pokal unter den letzten 8. Die Bayern sind ausgeschieden. Ein harter Rückschlag für den deutschen Meister. Die Miene von Manager Hoeneß spricht Bände. Beim Tennis-Grand Prix-Turnier in Stockholm unterlag Titelverteidiger Boris Becker dem Schweden Jan Gunnarsson 3:6 und 5:7. Becker ist damit ausgeschieden. Und noch ein Blick aufs Wetter. Tauwetter können wir hier nicht erwarten. Es wird kälter im Land. In der Nacht ist es meist klar, so dass es im Osten und Süden verbreitet leichten Frost bis -2 Grad gibt. Dabei werden sich Nebelfelder bilden. Am Tage ist es nur südlich der Donau und in Bayern sonnig. Sonst wird es bedeckt sein und im Nordwesten fällt etwas Regen. An der Küste weht ein starker Südwestwind und die Temperaturen steigen auf 6 bis 12 Grad. Ja, zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Unser Satellitenprogramm Dreisat ergänzt aufgrund der aktuellen Entwicklung in der DDR sein Programm. Bis auf Weiteres wird täglich zum Sendeschluss die aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens, also zeitversetzt ausgestrahlt. Heute zum ersten Mal um 23:55 Uhr. Das war's für heute im Journal. Kein Tag wie jeder andere. Guten Abend.